Okay, soweit, so gut. Kabel liegen, alles ist perfekt, alles ist da. Jetzt geht es darum, wie schließe ich meine einzelnen Komponenten an. Und da gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Als erstes schließt ihr an eure Batterie euren Solarregler an, damit er erkennen kann, um was für ein System es sich handelt, 12 Volt oder 24 Volt. Manche machen das automatisch, manchen kann man da auch manuell noch irgendwelche Eingaben geben. Es gibt auch Solarregler, wie es hier mein Schnuggelstück, das hat die Möglichkeit, das automatisch zu erkennen, oder auch ich kann das manuell eingeben. Nachdem der Solarregler dran ist und funktioniert, könnt ihr das Solarpanel anschließen. Und jetzt fließt zum ersten Mal Strom aus dem Solarpanel in die Anlage, in die Batterie, über den Regler. Das heißt, der Strom kommt vom Panel in den Regler, wird vom Regler in die Batterie geschickt. Der Solarregler erkennt dann, wie viel Kapazität die Batterie gerade hat und wie viel Strom gebraucht wird, um sie zu laden, beziehungsweise, oder ob so ein Erhaltungsstrom nur benötigt wird, weil sie ja sowieso voll ist. Und weiter geht's. Das ist der Controller und ihr müsst jetzt in der richtigen Reihenfolge müsst ihr die Kabel anschließen. Das heißt, als erstes wird die Batterie angeschlossen, plus minus hier, und im zweiten Schritt wird dann plus minus das Panel angeschlossen. Ich habe hier eine kleine LED Lampe angeschlossen als Kontrolle, ob Strom fließt, einfach zu sehen, ob auch der Lastausgang funktioniert. Jo, okay, legen wir los. Als erstes also die Batterie. So. So, hier, also Plus, Plus, Batterie Plus. Das sitzt fest. Zieht hier die Schrauben nicht zu fest an, wenn sich das Gewinde da durchdreht. Dann könnt ihr das Ganze nicht mehr festziehen. So, hier seht ihr relativ kurz die abisolierte Stelle. Das heißt, macht dieses abisolierte nicht zu lang, sonst guckt das blank hier da unten raus. Also relativ kurz. Ihr könnt vorher messen, indem ihr mal reinsteckt und seht, naja, wie weit geht das Kabel da rein. Abisolieren und dann einsetzen, anschließen. Festmachen. So, schaut, dass ihr also nicht das Kunststoff mit festklemmt, sondern wirklich nur die Kabellitze, damit es dann richtig schönen Kontakt gibt mit dem Controller. So, fertig. Wie gesagt, nicht zu fest. Die Hand fest anziehen. Und ja, ihr seht es hier. 13 Volt, so viel hat jetzt meine Batterie an Spannung. Vom Panel kommt nichts. Nix. So, 88% ist die Batterie geladen. Ja, 12,9 Volt hat sie ganz genau. 13 Volt schwankt ein bisschen. So, es geht momentan kein Strom zu irgendeinem Verbraucher. Wenn ich jetzt hier drücke, zack, dann geht die kleine LED-Lampe an. Dann seht ihr 0,09 Ampere an Verbrauch bei der LED-Lampe. So, machen wir sie wieder aus. Gut, das ist das, was vom Panel kommt. Nichts, weil es ist noch nicht angeschlossen. Das ist, was zur Lampe geht hier. Lastausgang ausgeschaltet. So, Temperatur zurzeit im Nebenraum 16 Grad Celsius. Das kommt dann durch den Temperatursensor. Ich sehe gerade, der ist nicht angeschlossen. Also den muss ich jetzt natürlich noch anschließen, denn jetzt misst das Gerät hier die Temperatur hier im Hauptraum. So, jetzt ist er angeschlossen. Ja, nächster Schritt ist es jetzt, das Solarpanel anzuschließen. Auch hier wieder nachschauen. Okay. So. Plus. Auf der Plusseite. Schön handfest anziehen. Minus.
Minus auf die Minusseite. So. Minus. Da habe ich das nicht getroffen, ne? Also nochmal auf. Rein. Jetzt. Okay. Und leicht handfest anziehen. Passt. Fertig. Gut. Soweit klar. Und jetzt kann ich hier sehen, an den zwei LEDs hier oben, die LED hier und die LED hier, das heißt, das Panel funktioniert, die Batterie funktioniert. Wenn ich jetzt hier noch die Laster zuschalte, geht dieses LED hier auch noch an. Falls es jetzt ein Problem gibt, ein Fehler, Kurzschluss, was auch immer, blinkt dann diese LED. Last wieder aus. Und jetzt geht's zum Programmieren. Okay, und los geht's. Ich habe hier für euch diesen Solarregler von Renogi Rover 20 Ampere und zeige euch, wie ihr den jetzt selbst programmieren könnt. Zu sehen ist das Hauptpanel, also die Hauptanzeige. Solarpanel schickt Strom zur Batterie, die Batterie schickt Strom zu einem Verbraucher. Die Batterie hat zurzeit 13,6 Volt, 13,7 jetzt. Links im LCD-Feld seht ihr Load. Das zeigt an, dass die Batterie mit einer Erhaltungsladung geladen wird, damit sie sich nicht selbst entlädt. Unten links 12 Volt, das ist mein System hier, mein Netz, das sind 12 Volt. Und unter den 13,6 Volt, da steht User. Das bedeutet, ich habe die Einstellung gewählt, mit der ich diesen Solarregler selbst programmieren kann. Das Programmieren geht ganz einfach. Ihr müsst hier über diese rechte Taste in das Setting einfach drücken, halten, gut ist und jetzt seid ihr drin. Ihr seht, unten blinkt dieses Icon User. Hier könnt ihr jetzt auswählen, wenn dieses Batteriesymbol erscheint, welche Batterie ihr habt, ob ihr jetzt eine Bleisäure-Flüssigbatterie habt oder Gel oder Sealed oder Lithium, wie auch immer. Das könnt ihr hier auswählen. Auswählen tut ihr hier. Einfach weiter drücken. Dann erscheinen die unterschiedlichen Batterietypen. Ich lasse mein System jetzt auf User stehen, weil ich das ja anhand des Datenblatts von meinem Batteriehersteller, von meinem Batterielieferant einstellen möchte. Okay, ein Schritt weiter. Hier. 12 Volt, das ist mein Netz hier, meine Inselanlage. Wenn ihr 24 Volt habt, einmal nach oben, kriegt ihr 24 Volt zur Auswahl. Wenn ihr gemischtes System habt, 12 Volt und 24. Und wenn ihr wie ich 12 Volt habt, dann bleibt das Ganze bei 12 Volt. Das kleine Zeichen hier unten zeigt euch auch noch an, dass ihr weiterhin in diesen Settings-Einstellungen von diesem Solarregler seid. Okay, eins weiter, nächster Schritt. Equalize-Ladung. Die Equalize-Ladung sorgt dafür, dass eure Batteriesäureflüssigkeit einfach mal kräftig durchgemischt wird, damit keine Ablagerungen entstehen. Das Maximale, was man da nehmen kann, sind 14,6 Volt. Ich stelle das jetzt hier mal auf 14,6 Volt ein. Perfekt. So lasse ich das jetzt auch stehen. Wichtig ist es, dass ihr dabei seid, wenn diese Equalize-Funktion stattfindet, denn die Batterie wird dann schon entsprechend belastet. Es entsteht auch jede Menge Wasserstoffgas und ihr solltet auch einfach mal prüfen, ob die Temperatur der Batterie noch passt, ob alles in Ordnung ist. Nächster Schritt. Boost. Das ist die Ladung für die Batterie. Standardladung kann man sagen, wenn sie entladen ist. Das heißt, so schickt der Regler hier, der Solarregler, wieder Strom in Richtung Batterie mit einer Spannung von 14,2 Volt. Ladespannung. Nächster Schritt, Float, das ist die Spannung für die Erhaltungsladung, hier in dem Fall 13,6 Volt. Nächster Schritt,
12,6 Volt. Das ist die Einstellung dafür, wenn eure Batterie entladen war und der Regler den Stromfluss abgeschaltet hat. Dann muss die Batterie erst wieder geladen werden. Und sobald die 12,6 Volt hat, schaltet der Solarregler die Batterie wieder frei und Strom kann wieder in euer Netz fließen. Nächster Schritt. 11,9 Volt. Das ist der Wert, wenn der Solarregler hier meine Batterie abschaltet und aus dem Netz rausnimmt. Das bedeutet, bei 11,9 Volt ist meine Batterie etwa um 30% entladen. Ich habe so ungefähr 30% Strom entnommen. Dann schaltet der Solarregler die Batterie ab und lädt sie wieder auf, so lange, bis sie 12,6 Volt hat und dann gibt er sie wieder frei. Laut Hersteller kann ich meine Solarbatterie bis auf 11,5 Volt entladen. Das wären dann 50% der Kapazität. Es ist aber immer anzuraten, weniger zu entnehmen. Umso länger wird euch eure Solarbatterie mit ihrem Dienst beglücken und ihr habt wesentlich mehr Ladezyklen dann auch zur Verfügung. Zurück im Anfangsmenü von den Settings. Jetzt wieder hier oben die Batterie. Die User-Anzeige blinkt. Das heißt, ich habe alles eingegeben, was ich brauche für meine Anlage, für meine Inselanlage, für mein Netzwerk. Jetzt heißt es, das Ganze nur noch speichern. Und das geht auch wieder ganz, ganz einfach. Die rechte Taste hier drücken, festhalten, fertig. Das war's. So einfach könnt ihr euren Solarregler programmieren. Ihr seht also, es ist kein Hexenwerk. Wenn ihr nicht selbst programmieren wollt, ihr könnt über die Einstellungsfunktion jetzt hier in dem Menü, das ich gezeigt habe, natürlich auch euren Batterietyp auswählen und dann wird entsprechend automatisch dann ein Setting gemacht, passend zur Batterie. Was ihr hier jetzt seht, ist das Haupt-LCD-Panel-Anzeige, wie auch immer ihr das nennen wollt, und dort bekommt ihr die wichtigsten Informationen über euer System im Überblick. Oben links, das ist die Anzeige für das Solarpanel. Da scheint gerade die Sonne, das heißt, es ist tagsüber und es scheint die Sonne drauf. Bei Nacht oder wenn kein Strom produziert wird, seht ihr anstelle von dem Sonnensymbol dann so ein Mondsymbol. Der Pfeil, der nach rechts geht zur Batterie, da seht ihr, dass Strom fließt vom Solarpanel zur Batterie. Das ist die Anzeige dafür, diese kleinen Punkte, die von links nach rechts laufen. Dann die Anzeige der Batterie mit den Querbalken in der Batterie innen drin. Das bedeutet, die Batterie ist vollgeladen. Wenn die Batterie weniger geladen ist, dann habt ihr da auch weniger Anzeige von den Balken, die ihr da seht innerhalb der Batterie. Von der Batterie geht ein Pfeil zu einer Glühbirne. Dort bewegt sich gerade nichts. Das heißt, es fließt kein Strom zu irgendwelchen Verbrauchern. Diesen Strom kann ich jetzt einschalten über die rechte Taste von den vier Tasten, die ihr hier unten im Bild seht. Die rechte Taste, die hier drücken, das schaltet jetzt den Lastanschluss frei und Strom fließt zu einer Last, zu einem Verbraucher. In meinem Falle sind es jetzt Glühlampen, die hier im Gartenhaus und draußen auf der Terrasse installiert sind. 13,7 Volt, 13,6 Volt, das ist der Ladezustand der Batterie. Links davon seht ihr so eine kleine Anzeige, das heißt Float, F-L-O-A-T, Float bedeutet, dass die Batterie im Augenblick mit einem Erhaltungsstrom geladen wird, da sie voll ist. Unterhalb von der Float-Anzeige seht ihr 12 Volt, das ist das System, das ich habe, mein Solarsystem hat 12 Volt und unter den 13,6 Volt, die es angezeigt werden, jetzt sind es wieder 13,7, seht ihr so ein kleines Icon, da steht USR, das ist die Einstellung für User, also für Bediener, wie auch immer. Dort könnt ihr selbst Daten in diesen Solarregler eingeben, passend zu eurer Batterie, wenn ihr zum Beispiel ein entsprechendes Datenblatt vom Batteriehersteller habt und euch nicht auf die Grundeinstellungen, auf die Automatiken dieses Solarreglers verlassen wollt. Okay, tickern wir mal die einzelnen Anzeigen durch. Das geht hier über die beiden Tasten in der Mitte. Taste nach oben, Pfeil nach oben, Taste nach unten. So, Taste nach oben ist vorwärts. Ihr seht also hier
Mein Solarpanel liefert zurzeit gerade 35,5 Volt Spannung. Nächste Anzeige zeigt an, wie viel Strom gerade vom Solarpanel über den Solarregler zur Batterie fließt. Das ist jetzt ein Haltungsstrom 0,35, 0,39, jetzt sind 0,4 Ampere. Das ist jetzt für die Erhaltungsladung nötig, damit die Batterie sich nicht selbst entlädt. Die Batterie ist voll, deswegen bekommt die jetzt vom Solarregler auch nicht mehr an Strom geliefert. Das reicht jetzt aus. Nächste Anzeige, Batterie ist vollgeladen, alle Querbalken in diesem Schaubild der Batterie sind da, das heißt, da geht kein Strom mehr rein. Nächste Anzeige, die Batterie hat einen Ladezustand von zurzeit 13,6 Volt, das schwankt jetzt immer mal so ein bisschen zwischen 13,6 und 13,7 Volt, jetzt sind es 13,7. Das bedeutet, die Batterie ist vollgeladen. Nächste Anzeige. Hier kann ich jetzt sehen, wie viel Ampere verbraucht werden an Last in meinem Gartenhaus. Also im Augenblick leuchten die Lampen. Das sind drei Stück, die hier im Augenblick im Betrieb sind. Das wären jetzt 0,34 Ampere an Last, die von meinem Netz hier gezogen werden. Das wird hier sehr wahrscheinlich auch ganz einfach und ohne Probleme im Augenblick nur vom Solarpanel geliefert. Draußen scheint die Sonne, alles bestens. Nächster Schritt. Wie viel Strom hat das Solarpanel über den Solarcharger jetzt zur Batterie geliefert bisher? Das wären heute etwa 2 Amperestunden, die jetzt in die Batterie als Erhaltungsladung geflossen sind. Und der nächste Schritt zeigt mir, wie viel Amperestunden heute bisher über den Lastausgang zu meinen Verbrauchern geflossen sind. Da ich vor kurzem erst die Lampen hier eingeschaltet habe, das ist jetzt noch null. Und bei den 3 Filament-LED-Lampen, die so wenig an Energie verbrauchen, wird das auch noch eine Weile dauern, bis da eine Amperestunde zusammenkommt. So, eins weiter sehen wir 20 Grad Celsius. Das ist die Temperatur des Ladereglers. Das ist nicht die Raumtemperatur oder die Temperatur der Batterie, die jetzt von diesem Sensor an der Batterie gelesen wird. Das ist die Temperatur des Ladereglers selbst. Eins weiter, die Programmierung. Das ist der Programmiercode 15. Das bedeutet, ich kann über meinen Lastausgang den Strom manuell ein- und ausschalten, so wie ich ihn brauche. Ich kann ihn auch anders konfigurieren. Ich kann jetzt auch andere Voreinstellungen hier eingeben. Das kann man dann auch schön dem Handbuch entnehmen. Ja, der letzte Schritt, E0, das heißt E-Error-Code 0. Das bedeutet, alles ist gut angeschlossen, alles funktioniert einwandfrei, kein Kurzschluss, kein Nix, irgendwo ein Fehler. Super. Eins weiter. Wieder in der Hauptanzeige. Solarpanel liefert Strom zur Batterie. Batterie liefert Strom zum Verbraucher. 13,6 bis 13,7 Volt ist der Zustand meiner Batterie. 12 Volt System und unten das kleine Icon, das heißt User. Das heißt, ich habe den Solarregler selbst programmiert anhand meines Datenblatts für die Solarbatterie.